angekommen. Alles klar. Muss nur mal schauen. Ich hatte eigentlich Bock, jetzt die komplette Insel mal zu clearen. Weil hier recht stark unterwegs sind, dann können wir uns hier mal in Ruhe umschauen. Ich denke, das ist keine schlechte Option. Magisches Auge auf jeden Fall anmachen. Jeder von euch kriegt die Feueraura auf die Waffen. Zumindest auf die Schusswaffen. Ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Schritt. Auf dich noch rauf. Müssen auch gleich mal gucken. Eigenes Gefühl, dass unsere Rüstung noch kaputt ist. So, Feueraura noch zweimal. Regeneration machen wir. Versuche ich jetzt eigentlich auch immer aufrecht zu halten. Ist halt auch echt stark. Ist halt, kannst du nichts gegen sagen. Es ist komplett stark. Auf alle drauf ne. Jetzt noch die beiden, okay. Und Feueraura. Ja. Müsste jetzt durch sein. Müssten alle haben. Und Heldentum habe ich. Gut. Jetzt nur noch du Regeneration. Dann machen wir einen kleinen Speicherer. Schutz vor Magie könnten wir eigentlich mal machen. So. Dann können wir losgehen. Wir kämpfen uns so oben rum längs. Komm, wir kämpfen uns oben rum längs. Obwohl, wir könnten das Dorf auch erstmal frei machen, oder? Ich werde auf jeden Fall die Kugel noch mitnehmen. Das kostet mir schon mal nichts. Normal Speed lassen wir an. Finde ich immer besser, weil sonst vergeudest du dir doch mal Zeit auf der Stelle bei für die Buffs und so. Die sind wahrscheinlich feindlich, ne? Feuer, Feuerhydra. Eieiei, kriegen wir die weg? Die schon wegbekommen? Ist wahrscheinlich auch besser, die auf Nahkampf zu machen, ne? Obwohl da natürlich gleich noch recht viel hinterherkommen werden. Ja. Da kommen sie doch auch schon. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Das sind mir tatsächlich ein paar zu viele. Waren denn nicht irgendwo nur die Magier, dass wir die erstmal machen können? Sind ja dann doch alle hier ganz schön stark auf der Insel. Waren wir da oben schon drauf? Ich glaube nicht, ne? Die können wir auf jeden Fall nochmal wegmachen. Bap. Schnell weggeschossen, den Aal. Was schießt denn jetzt immer noch auf uns drauf? Die Tante hier. Ich könnte mir vorstellen, dass die auf Nahkampf wirklich gar nichts kann. Soll mich das jetzt beeindrucken? Easy. Die machen wir immer, fahren wir schön auf Nahkampf immer ab. Immer schön schräg ranpirschen und dann direkt rauf. Schaden machen die halt echt viel. Aber ich denke, das kann man noch gut machen. Solange die halt alleine sind, ne? Danach können die dann doch schon schwerer werden. So wie da jetzt zum Beispiel, wenn wir da jetzt näher rangehen würden. Würden wir die auch noch mit triggern. Deswegen machen wir die auf Distanz. Wo ich natürlich nicht genau weiß, ob sie überhaupt dahin schießen könnten. Aber sie geht ja so auch ganz gut weg. Vielleicht müssen wir uns doch mal die Zauber geben für ich bin unglaublich. Oh, sag mal schnell. Schutz für Feuer und so. Damit wir gegen so welche eigentlich auch dann ganz gut dastehen.
Oh, 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 hier sind viele. Schnell sie auf Nahkampf wegmachen. Das ist eine Feuerhexe. Gut, 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 gut. Jetzt machen wir sie auf Nahkampf weg. Ist das nur ein Kratzer? Aber. Ich dachte erst, unsere Klerikerin stirbt, so wie jetzt. Aber sie hat ja noch Regeneration drauf. Sollte nächste Runde wieder da sein. Normalerweise. Hilfe! Soll mich das jetzt beeindrucken? Verpissen wir uns dann doch lieber erstmal wieder. Scheiße. Sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Naja, gut. Ich denke aber, dass wir da erstmal jetzt die Zauberer und so wegmachen werden. Wo waren wir jetzt? Hier. Machen wir erstmal den oder erstmal hier. Kommt gleich die Zauberin irgendwo. Da. Aber die sehen gut aus, warum? Sind nicht immer alle böse. Alle Magier böse, ne? Was ist denn hier oben noch drin? Mal wieder geschlossen, Alter. Was ist das hier? Zu. Auch zu. Alle zu. Ja, die sind halt mehr nachtaktiv. Warum haut der denn so heftig rein? Warum stirbst du denn jetzt direkt? Kann mir mal jemand helfen? Die sind mir halt wieder eine Spur zu stark alle. Vor allen Dingen ist das jetzt nur ein so ein Vogel. Und der soll einen jetzt so aufhalten, so toll. Gehe ich halt nicht los. Hä, warum hat... Achso, er hat gar keine Mana mehr jetzt auch, weil er gestorben ist. Das ist halt immer echt ätzend, wenn die draufgehen. Einen kleinen hochheilen. Alter, was? Das kann... Kann ja gar nicht sein. Alter, der war ja... Der war ja zu stark, der war ja stärker als bisher jeder Boss. Müssen wir den halt wieder komplett hochbringen. Schwäche heilen. Zack, ist er wieder da. Hochheilen, yes. Und noch ein. Jo. Wie gespeichert. Was ist hier drinne? Essenz gegen Magie oder was war das? Gegen jede Magie. Sehr nice. Gibt es einen Zauber auch so? Resistenz gegen alle Magiearten? Das wäre halt zu stark, ne? Das würde ich gerne hier hinter dem Berg hoch. Wollte ich mir vorstellen, dass da jetzt die ganzen Zauberer versteckt sind? Na? Ja, jetzt kommt bestimmt hier so ein Vogel wieder auf halber Strecke, dass man hier nicht hochkommt vernünftig. Hilfe! Und zwei Seiten. Nein, jetzt. Jetzt falle ich hier wieder runter. Ist halt auch immer das Gleiche irgendwie.
Die erstmal wieder komplett hochheilen. Dann kann ich vielleicht von hier einigermaßen draufhauen. Ist das der gleiche Vogel wie gerade eben? Soll mich das Dann jetzt dauert das ja wieder 100 beeindrucken? Jahre, bis der weg ist. Ja, auf Nah schafft man den halt einfach nicht, ne? Ist zwar nur ein Kratzer, oh, lass mich mal durch jetzt. Hey. Also im Moment läuft es hier noch nicht so gut, weil die genau so stehen, dass es für mich blöd ist. Immer, ganze Zeit. Das Gute ist, dass sie ganz starke Abwehrkräfte hier haben, wo wir hier ein bisschen die Wachen nutzen können mit. Klar, bringen die jetzt ein bisschen die Dorfbewohner um. Und das ist natürlich nicht schön. Aber ganz ehrlich, auch irgendwie kein Problem damit jetzt. Großer Rock. Ja, aber der kann ja nichts, oder? Die sind halt auf Nahkampf echt nicht gut. Oder halten auf Nahkampf viel aus. Bei dem muss man wahrscheinlich auf Distanz bleiben. Und bei den Magiern am besten direkt ran. Dann machen die eigentlich mit am wenigsten Probleme. Dann fallen sie halt echt schnell, ne? Spiel gespeichert. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die. Wenn wir da dann jetzt überhaupt rankommen. Nö. Kommen wir nicht. Doch jetzt da. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh. Hoffentlich überlebt die noch die Runde. Ja. Sehr gut. Ein komischer Vogel müssen wir wieder auf Distanz machen. Von hier so, ja. Ja, auf Distanz geht's, ne? Da macht man sie gut weg. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Platt. Irgendwie sind hier auch echt viele in der Umgebung, deswegen dauert es manchmal so lange, bis ich wieder dran bin, ne? Da ist zwar nur ein Kratzer. Nee, also hier ist irgendwas ganz blöd. Hier werde ich zu doll beschossen. Auf minus 18 hat sie. Jetzt hat sie noch minus 3, jetzt ist sie gleich wieder da. Jetzt hat sie wieder minus 18, weil sie nochmal kurz vor ein abbekommen hat. Es läuft nicht gut gerade, es läuft gar nicht gut bei mir. Jetzt ist sie wieder da. Das können wir alle mal hochheilen. Heldentum ist noch da. Könnte man so langsam wieder nachwaffen. Was ist da oben eigentlich? Ach, egal. Kümmern wir uns erstmal um eine Sache, ne? Dass wir die da jetzt ein bisschen wegbekommen, die Magiere, Mädels. Besten auf Nahkampf, aber wenn die da so bescheiden stehen, ist das halt wirklich schwer. So. Und dann hat man die auch ganz schnell mal weg, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn der nächste? Wir waren ja gerade eben schon mal fast oben. Ganz oben wieder ganz runtergerutscht, ey. Das hat ein bisschen genervt. Komm hoch da jetzt. Na, komm, jawohl. Das war gut.
Warum bist du denn da jetzt voll oben drauf? Komm mal bitte schnell runter da. Und dann gehen wir nämlich auf Nahkampf und hauen sie hoffentlich schnell weg. Ja, gut. Kann uns hier noch eine beballern. Da kommt gleich ein Vogel noch rum. Hoffentlich schaffen wir vorher noch die. Aber es sieht ganz gut aus, ja. Jetzt müssen wir auf Distanz kommen. Um. Ah, das ist noch nicht genug Distanz. Wir müssen hier erstmal wieder runter. Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, der hat ihn gut ausgenockt. Also erstmal einen Heal hochballern und schnell Soll mal mich das jetzt beeindrucken? hoffentlich. Soll mich das. Boah, die verfolgen einen ja komplett weit und schnell. So, vielleicht von hier mal zumindest einen Vogel schon mal ausschalten. Großen Rock. Den großen Rock haben wir gleich bei der Hälfte. Eine Runde nicht, ein Pfeil getroffen. Und jetzt? Guck mal jetzt. 58 Schaden trotzdem, hä? Gerade eben war doch auf Nahkampf nicht so erfolgreich. Nicht getroffen, nicht getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen, nicht getroffen. Das tut echt weh. Ich glaube, dass der Feuervogel, der schafft es halt auf jeden Fall nicht auf Nahkampf. So, von hier sollten wir den noch schaffen. Und dann kriegt er nämlich auch ganz gut rein direkt. Verschwindet er da hinterm Haus? Willst du mich komplett verarschen? Aber die Magier halten sich jetzt schon ganz gut auf ihn. Helfen mir. Ist zwar nur ein Kratzer, Dann aber kümmere denke ich dich drum. mal, dass der schnell draufgehen wird. Nur ein Kratzer. War das alles? Ja, das war gut. Jetzt die beiden wegmachen. Na, lag das schon? Nein. Ja. Jetzt wäre gut, wenn der zumindest fällt, bevor die beide da sind. Können ja, wenn wir das wollen, hier mal den die Klinge reinmachen. Hat gar keinen Schaden gemacht. Könnt ihr mir vorstellen, dass die immun dagegen sind? Halt noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Kannst du bitte auf mich getriggert sein, nicht auf die Dorfbewohner? Das wäre sehr reizend von dir. Ich finde, draußen wird es auch wieder recht schnell dunkel, ne? Letzter Zeit. Ist auf jeden Fall bei uns immer sehr regnerisch. Nice, der liegt doch auch gleich. Ja, das war gut, das war gut. Ist da wieder jemand verloren aus dem Dorf? Aber hey, kann halt oft wirklich nicht alles haben. So, jetzt die auf Nahkampf wegmachen. Hoffen, dass die da relativ gut alleine steht. Und nicht, dass die rote da jetzt dann noch hinterherkommt. Ich bin. Oho. War die schon halb weg? Das kann natürlich sein, ne? Guck mal, auf Nahkampf haust du die auch echt fix weg, ne? So, da vorne liegt noch irgendwie was Gelbes, also so ein Vogel müsste da noch rumliegen. Gönnen wir uns doch mal.
Einer liegt noch in der Stadt. Wir können natürlich generell mal übers Rasten nachdenken. Können wir natürlich auch noch abwarten. Bisschen warten noch ab, weil wir haben ja noch volles Leben. Gut. Hochheilen ist nicht mehr allzu viel drinne. Ist halt alles nachts hier, der Scheiß. Auch das Wirtshaus, ne? Ja. So, mich interessiert auch, was das alles Blaues da oben ist, ne? Was das für Gegenstände alles sind. Kann es nicht sagen. Soll mich das jetzt beeilen? Das war nur ein Kratzer? Aber Das Ding kümmere dich ist, die drum. machen halt Schaden auf die ganze Gruppe. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Komm, hau die mal schnell weg, bitte. Das gefällt mir gar nicht, dass die da so Ist zwar nur ein frei Kratzer, raufschießen können aber auf kümmere mich. dich drum. So, die sollte sch auch mal schnell abhauen. Ist Ist zwar aber nur ein schon bei der Kratzer, Hälfte. aber kümmere dich Aber drum. jetzt fügen die mir gar nicht so viel Schaden zu, ne? Da vorne dann wieder greifen. Das war gut. Was ist hier für ein Zauber? Oh, Heldentum, das ist gut. Das ist nämlich, glaube ich, gerade auch ausgefallen. Nice. Ist das ein Dorfbewohner? Warum sind die denn jetzt triggert auf mich? Soll mich das jetzt Hab doch gar nichts beeindrucken? gemacht, oder doch? Ist nur eine Soll mich Dorfbewohnerin. das jetzt Warum beeindrucken, ist aber der denn kümmere so dich drum? scheiße drauf mir gegenüber? Ich hab den noch gar nicht berührt. Jetzt könnten wir die Vögel da mal wegmachen. Oh, da kommen bestimmt beide mit, oder? Zumindest einen wegbekommen, bin ich ja schon zu glücklich. Haben wir noch alles drinne? Heldentumsschutz haben wir eigentlich noch recht viel, ne? Und Feuerresistenz. Bringt es nicht ganz so viel? Aber freuen wir uns natürlich trotzdem drüber. Ja, das war gut. Lieber erstmal weg hier. Recht egal, auf wem, welchen die zuerst gehen. Hauptsache, der haut irgendeinen um. Dann gehen wir immer weiter auf Distanz und so sollten wir die gut wegbekommen. Na komm, mach weiter. Großer Rock, der wird wahrscheinlich noch ankommen, ohne dass er drauf geht vor. Ich glaube auch, das Ziel ist doch jetzt mittlerweile Meister im Bogen, ne? Und sie kann ja vorher 2 Pfeile pro Angriff ab. Sehr nice. Kannst du bitte erstmal noch weiterhin auf den gehen? Ich möchte den weg haben. Ja, so meine ich das. Noch ein Rock downlegen, wäre nice. Soll
Soll mich das jetzt beeindrucken? Ja. Um die Rocks, die schaffst du auf naher Distanz, aber nicht die Feuer. Die irgendwie nicht. Ist auch irgendwie. Also verstehe ich nicht ganz, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ist dann halt so, ne? Was geht denn hier sonst so in den Gebäuden ab? Mechanexperte, Monsterexperte, okay. Mitglied der Feuermagie, ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Der Chemiemeister. Eine Rüstung, ach du dicker Aal. So gut wie neu. Alchemiemeister ist er halt schon. Erkennungsmeister fehlt ihn? Kann er gar nicht, kann er nie. Ach, das war lernen. Großmeister. Dann kennt er alles. Ist zu heftig. Braucht man da nämlich auch keine Punkte mehr reinsetzen. Was auch, finde ich persönlich ganz gut ist. Cool wäre noch, wenn der Bogen so verzaubert ist, dass er dann dementsprechend auch den Pfeil anders darstellt, dass er so halt ein Feuerpfeil ist. So. Das finde ich ganz cool. So, was langt an Distanz? So, oder noch ein bisschen so. Jetzt sollten wir ihn noch wegbekommen. Ja. Den Rock vielleicht sogar auch noch, bevor er hier ist. Ja. Aber wenn wir jetzt den Pfad des Lichtes eingeschlagen haben, dann können wir doch rein theoretisch die nächsten Beförderungsquests machen. Oder bin ich da falsch vor? Ist doch jetzt so. Weil meiner Meinung nach wäre das ein Top-Tagesziel, heute alle nächsten Beförderungsquests zu schaffen. Und das schafft, ey. Zweifel, das ist stark. Hab ich. Noch einmal einen reingeben? Nee. Müssen wir locker bis zu den Häusern zurück. Jetzt hat man sich ein bisschen eingespielt mit denen. Jetzt geht's, ne? Jetzt kriegt man die eigentlich ganz gut weg. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Luftmagie-Händler, dass wir ein bisschen was lernen können hier. Fliegen zum Beispiel als Zauber. Muss er bestimmt aber auch Meister sein dafür, also von daher. Oh. Es kommen halt schon pro Runde jetzt echt gut viele Pfeile los, ne? Ja, komm. Komm doch weg. Jetzt in der Runde liegt er. Genau die Runde meinte ich. Aber was ich den Bürgern angetan habe hier, Dorfbewohnern, kann ich nicht sagen, ne? Also weiß ich nicht. Das weiß ich beim besten Willen nicht. Das haben wir hier aber alles schon mal ganz gut weggemacht. Den können wir sogar auf naher Distanz gut wegmachen. Ja, das ist ein Feuervogel. Warum ist das jetzt schon wieder ein Feuervogel? Drei größere Vögel sind da jetzt. Wie ich jetzt auf dem ersten Blick gesehen habe, ne? Greifen wir erstmal den an, der ist doch gleich weg. Den schaffen wir ja vielleicht sogar noch, bevor er hier ist. Aber ich denke eher nicht. Den müssen wir bestimmt noch dreimal umdrehen, so circa. Jetzt müssen wir den hier hochkommen lassen. Ich gehe doch bitte erstmal auf den.
Gehen wir bis zum nächsten Abgrund oder wir gehen mal da oben rauf. Ich wollte immer da ins Gebäude reingucken. Wenn wir jetzt mal von hier bisschen drauf schießen, kommen natürlich hinter uns auch wieder welche. Und auch wahrscheinlich. Oder das, das sind die Dorfbewohner. Safe. Bin ich mir recht sicher. Oh. Der ist jetzt aber gerade C irgendwie, ne? Er ist bestimmt abgeschlossen hier. Donnerfaustgebirge. Eieieiei. Nein, warum hast du den jetzt umgehauen? So, den einen haben wir. Ah, oh, Mann. Das war jetzt nicht so gut. Das war gar nicht gut. Ah, der letzte Quicksave war da. Na komm. Oh, das hätten wir nicht machen sollen. Viel zu weit hinten jetzt wieder. Ah, den schaffen wir zumindest noch vor. Den aber denke ich eher nicht. Obwohl, könnte man noch schaffen. Au! Au! Unerträglicher Schmerz! Ja, schafft. Zumindest ist geschafft. Den mitnehmen, den mitnehmen. Aber da sind noch so viele. Ich will halt auch gerne noch das Labyrinth heute schaffen. Mal den noch schaffen, bevor der hier ist. Wird nichts. Kannst du vergessen. Kann man halt komplett vergessen, wirklich. Also von hier. Oh, der da hinten fliegt schon wieder zurück. Der hat gar keinen Bock mehr. Ich dachte, das wird hier schon wieder nichts, bevor der hier ist. Schaffen wir den nicht down. Obwohl, könnte knapp werden. Auf Nahkampf einfach keinen Schaden. Das ist. Aber auch nur bei denen. Also echt nervig. Oh, so ist das. Großer Grock. Ja. Großer Rock. Den sollten wir auch schaffen, bevor der hier ist. Gehe ich stark von aus. Tada! Dahinter sind schon wieder richtig viele, ne? Vor allen Dingen halt auch wieder so ein Schwadder, hier so ein Feuervogel. Oh, der wird der ätzend. Was sind die anderen? Rock, der ist easy. Großer Rock. Auch machbar. Und noch ein Rock. Okay, das geht von der Zusammenstellung her. Kann man gut schaffen. Aber der dauert halt wieder ewig, bis ich den weg habe. Könnt ihr auch noch mal einen kleinen Buff nachsetzen, den Segen. Machen wir zumindest ein bisschen mehr Schaden.
Na, wie weit ist er? Down kriegen wir ihn nicht, aber in den roten Bereich, und das ist auch schon mal viel, viel wert. Wenn ich von da vorne so circa weiterkämpfen, sollte das reichen. Von hier. Das sollte lang. Ja. Sehr cool. Jetzt kommt da noch einer mit, ja. Ist das aber nur ein Rock? Oh, fall jetzt nicht da oben aufs Dach rauf. Looten wollen wir dich ja schon. Ja. Haben wir, nehmen wir. So, wie viele sind jetzt noch über? Zwei oder so noch aus der Gruppe? Das Blöde ist, die sehen mich halt, bevor ich da wirklich die angreifen kann. Na guck mal, das ist nur so ein normaler. Selbst wenn der rankommt, ist das nicht so schlimm. Der dahinter ist viel schlimmer. Wo es auch nur ein großer Rock ist, ne? Na, schaffen wir den noch, bevor er ankommt? Ich denke mal. Ja. Da liegt er. Dann haben wir auch gleich. Sind wir einmal um den Berg rum. Oder halt auch nicht. Alter, sind da noch viele. Oh, die werden noch so lange dauern. Zumindest ein umhauen, bevor die anderen da sind. Das wäre gut. Sollten wir auch locker schaffen. Ja. Dann machen wir noch den Rock hier mit. Rocky. kriegt er irgendwie nicht so richtig rein. Das Target. Drehen wir erstmal wieder um. Gehen da vorne wieder auf den Hügel rauf. Die halt auch so viel aushalten müssen, ne? Ja, das war gut. Auch noch easy. Komm, jetzt noch einen wegmachen. Und dann mache ich den anderen. Dann nicht auf Nahkampf, aber. Ah, schade. Das wäre doch gut gewesen. Hätten wir den noch vorher wegbekommen. Egal. Müssten wir aber jetzt wegbekommen. Aber den anderen noch, bevor er hier ist, glaube ich nicht. Glaube ich eher nicht, dass wir das schaffen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Speichern nicht vergessen. Was ist das für ein Altar? Bringt uns das nachher noch irgendwie was? Ein paar Punkte hoch wäre doch nett. Okay, ich sehe hier drei Feuervögel, glaube ich. Nee. Okay, nur zwei. Und zwei Rocks. Hätte gerne den Feuervogel erstmal weg. Aber den hier zuerst bitte. Fokussiert euch doch auf einen. Jungs und Mädels, ey. Oh, gehen wir mal bis hier längs. So. So. Natürlich der weniger Schaden hat, ist weiter hinten. Es ist immer das gleiche hier. Auch schon im roten Bereich. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Den sollten wir auch fix wegschaffen, denke ich. Ja. Jo, nice.
Das war gut, das war gut, das war gut. Müssen wir schauen, da hinten haben wir das magische Auge, ist nicht mehr aktiv und Heldtum ist noch ein bisschen aktiv, okay. Ich glaube, ein Feuer haben wir noch, oder? Was ist das? Ist ein großer Rock. Na, wäre das noch was, bevor du hier bist? Ja. Ja, das war ich. Alles klar, das warst du. Okay. Ist angekommen bei mir. Was ist jetzt, hat es jetzt hier mit diesem Altar auf sich? Und da jetzt nicht rübergehen konnte, ne? Bisschen getriggert gerade. Oh, da hinten sind auch noch mal welche wieder. Trotzdem noch kurz draufklicken. Charisma permanent. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Schade, dass man sich da nicht aussuchen kann. Yo, einmal bitte auf ein nur rauf. Und das fünfmal dann. Guck mal, es kommen nur Rocks. Nice. Die können wir einmal in einem Rutsch jetzt wegmachen. Weil wenn die auf Nahkampf kommen, ganz ehrlich, interessiert mich halt dann nicht, ne? Siehst du, wie schnell die umfallen. Wir schaffen noch einen, bevor die hier ankommen. Jetzt in der Runde. Ja. Nice. Den schaffen wir jetzt locker auf Das war eine Nahkampf. Katze? Aber kümmere dich drum. Ja. Easy, easy, easy. Und ja, müssen wir jetzt noch einen wegmachen? Eine Gruppe? Ich weiß es nicht genau. Oder sind wir jetzt einmal rum? Aber hier hätte ich jetzt natürlich noch welche erwartet, tatsächlich. Aber nö. Alles gut. Wir sind einmal rum. Ich könnte mir vorstellen, oben auf dem Berg kommen wir erst mit Fliegen hin. Und fliegen können wir leider noch nicht. Dafür müssen wir die Begleitquest machen. Ja, aber ich finde, da haben wir die doch ganz gut weggehauen. Die Jungs und Mädels und die Vögel. So, wie spät ist denn das? Müssen wir Unsere reinkommen jetzt? Verzauberungen sind die besten. Ah ja. Feuerdorn. Ein Zauber, um den Zauber aus dem Buch zu lernen, muss Buch auf. Ja, das weiß ich doch, aber was ist das für ein Zauber, Amana? Weiß er bestimmt selber nicht. Hier, das kannst du haben. Bap, bap, bap. Bap, bap. Freut er sich auch Ein immer ein Vergnügen, bisschen. Geschäfte mit euch zu machen. So, was ist hier drinne? Willkommen in der Feuergilde. Oha, okay, Feuer. Feuerball verbrennen. Aha. Kürzlich Zauber. Waffen. Ah, okay. Feuerring. 15. Flamme, die jeden bis auf die Charakter verletzt. Schaden 1 bis 6. Ah, der Zauber umgibt die Charakter mit einer sehr heißen Flamme, die jeden bis auf die Charakter mit verletzt. Schaden 1 bis 6 pro Fähigkeitswert gegen alle Monster in der Nähe. Solange dieses im Bereich des Zaubers verbleiben. Okay. Finde ich nicht schlecht, ne? Ich denke mal, dass wir den Feuerring uns auf jeden Fall gönnen. Bin mir aber gerade unsicher, ob wir den nicht sogar schon haben. Doppelt kaufen machen wir nicht. Jedenfalls auch nicht. Wenn wir Handeln auf Großmeister haben, dann ist es ja ganz klar, dass das unsere erste Handlung wird. Sachen nur noch doppelt zu kaufen. Nein. Aber dann haben, können wir das halt für den gleichen Preis wieder verkaufen. Und dementsprechend ist das recht egal, wenn wir einen Fehlkauf machen.